Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Finch's Love Tape in der Picture Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Finch's Love Tape Picture Vinyl. Das Ganze am 6.3. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist schon einige Wochen her. Am 14. Februar erschien das Album Finch's Love Tape. Die Box dazu habe ich euch bereits vorgestellt zu Release. Und jetzt, ein paar Wochen später, am 6. März ist dieses wunderbare Stück hier erschienen. Die Vinyl, die Picture Vinyl zum Album. Bedeutet, wir haben hier eine durchsichtige Hülle. Darin befindet sich die Picture Vinyl. Und hier oben links haben wir noch einen Aufkleber. Was haben wir hier? Finch Asozial, Finch's Love Tape, darunter die Tracklist. Auf A- und B-Seite haben wir 8 und 6 Tracks verteilt. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Jawohl. Also insgesamt 14 Stück. Wir haben Features mit dabei von DJ Scratch, Lucy Cat, Little Big und Reen. Okay, darunter die Beteiligten und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier auf der Rückseite versiegelt. Hier sehen wir dann auch, dass noch andere Inhalte da drin sind. So, einmal hier diesen Sticker lösen. Wunderbar. Und dann schauen wir mal hinein. Oh ja. So, etwas festgesteckt, aber jetzt hat es doch funktioniert. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Vinyl und dann haben wir hier noch ein Poster und auch noch einen Album-Download-Code. So, wir starten wie immer mit der Vinyl. Die sieht so aus. Wir haben hier Finch Asozial in diesem Herzchenanzug mit einem Heiligenschein und Teufelshörnern, wie er gerade hier den Bogen spannt. Auf einer Wolke sitzend und hier unten lesen wir dann wieder den Albumtitel Finch's Love Tape, darüber Walk This Way Records präsentiert, das Label eben, bei dem Finch Asozial unter Vertrag ist und Finch Asozial. Auf der Rückseite haben wir dann den Herzbuben nochmal, hier in diesem Fall stehend vor ihm die Wolke und wieder der Schriftzug. Also, man mag es kaum sehen, doch, oh, es geht, man sieht hier die Rillen. Und diese Picture Vinyl lässt sich natürlich ganz regulär abspielen wie eine normale Vinyl. Bedeutet, ihr habt dann hier wirklich das Album mit drauf. Gut, dann haben wir noch ein Poster mit dabei. Das ist quadratisch. Und auch hier haben wir dieses wunderbare Motiv. Finch Asozial in diesem Anzug hier mit pinkem Hintergrund. Wunderbar. Einseitig bedruckt, die Rückseite ist weiß und das Poster, wie gesagt, quadratisch. So, und ein letztes Stück gibt es hier noch, einen letzten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen sogenannten Download-Voucher. Bedeutet, das ist ein mehr oder weniger Download-Gutschein. Auf der Rückseite haben wir hier einen Download-Code. Und mit Hilfe dieses Codes kann man dann eben das Album digital runterladen. Gerade bei Vinyls ist das immer eine schöne Sache, dass man dann nicht zwingend auf den Plattenspieler angewiesen ist, sondern dann auch noch mit Hilfe dieses Codes das Album digital runterladen kann. Jawohl, was gibt es noch zu sagen? Diese Vinyl ist auf 1000 Stück limitiert. Also diese Picture Vinyl gibt es tatsächlich 1000 Mal. Sie ist leider nicht durchnummeriert, was ich jetzt gesehen habe. Jedenfalls wäre mir nichts dergleichen aufgefallen. Also weder hier auf diesem Aufkleber noch auf der Vinyl, aber sie ist auf jeden Fall auf 1000 Stück limitiert, wenn auch nicht nummeriert. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal der eben gezeigte Download-Code für das Album in digitaler Form. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt, quadratisch. Und natürlich das Album an sich auf dieser limitierten Picture-Vinyl. Das alles
in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Finch Asozial unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.